Dieses? Ist das Ton? Ist das Ton? Come on! Sekunde, 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 Sekunde. Jetzt dürfte es eigentlich hinhauen. Doch, schön, Ton, hallo. Wenn ich online bin, ganz kurz, dauert noch 2 Sekunden. Ja, diese Voreinstellung, ey, das ist so zum Heulen. Agent Kane. Was wird denn da vorgeschlagen für Müll? Was ist das denn? Ach du liebe Zeit. Ganz kurz noch. Momentchen, Momentchen, Momentchen. Ein Augenblick, ein Augenblick. Wir können ja schon mal den Druck starten. Print for SD-File. Das ist das. Was brauchen wir noch? Jungs, was brauchen wir noch? Klar, weg. Das auch. So, Drucker heizt noch, Freunde, Drucker heizt noch. Boah, ich weiß gar nicht, wohin alles mit dem ganzen Kram. Oh. So, Sekunde. Ganz kurz checken, ob ich überhaupt mal online bin oder nicht, ob das schon alles wieder weg ist. Schlüssel. So. Now I'm back.
So, also erstmal einen wunderschönen guten Tag, liebe Leute. Ich hoffe, es geht euch soweit gut. Ich hoffe, euer Wochenende verläuft so, wie ihr es haben möchtet. Ich bin mit meinem Video fertig für morgen. Bedeutet, morgen kommt ein Video über einen neuen 3D-Drucker, der schon lange hier steht. Aber... Ui. Noch nicht vorgestellt worden ist. Genau, morgen kommt das Video, deswegen bin ich fertig. Ich habe nicht mehr lange Zeit. 1,5 Stunden habe ich noch. Und die wollte ich live gehen, wollte ich noch sinnvoll verbringen. Und es geht um diese Silikonbumper, dieses hier. Wir haben es schon mehrmals angesprochen. Ich würde gerne Silikondämpfer, die ich bereits am Arnett verbaut habe, selbst gießen, selbst pressen. Moment, mein Druck geht los. Genau. Und das wollte ich heute mal machen. Viele haben mich gefragt, ich habe ja gesagt, ich verlose die Dinger. Also so viel, wie ich hier rausbekomme, werde ich auch verlosen und verschenken an euch. Und viele haben mich aber auch gefragt, hey, wie kann man die denn selbst machen? Und da dachte ich mir, alles klar, ich mache darüber einen Livestream und versuch's mal live hinzubekommen. Ich habe es noch nie gemacht, um ehrlich zu sein. Ich weiß gar nicht, wie es funktioniert. Aber vom Prinzip her ist es einfach nur ein Mischverhältnis anmischen, das hier reintun, härten lassen, das war's. Und das habe ich jetzt vor. Das will ich jetzt machen. So. Jetzt mal ganz kurz. Ole S. Moin, moin. Bekomme ein A8 zu Weihnachten. Kannst du mich bitte grüßen? Grüße gehen raus an dich. CoolTube ist auch am Start. Machst du auch mal wieder einen Drone Racing Livestream? Drone Racing League kostet jetzt mittlerweile Geld. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, aber ihr habt mich von mehrfach angeschrieben. Ihr habt mir gesagt, dass es Geld kostet. Und da weiß ich nicht, ob ihr darüber oder da, ob ihr dafür bereit seid, Geld auszugeben. So, jetzt checken wir mal ganz kurz, wie das hier läuft. Kopfhörer können raus. Ich brauche das Mischverhältnis für diese Bumper. Und zwar schauen wir uns das mal an. Ob der Messbecher vielleicht zu groß ist. So. So, gucken wir mal, was für ein Mischverhältnis man dafür braucht. Stand hier drinne. Okay, also halb, halb, 50-50. Gut, ich würde sagen, wir legen direkt los. 50er-50, also 50-50 Mischverhältnis. Hälfte davon, Hälfte davon. Also, wenn ich davon 10 ml nehme, muss ich auch hiervon 10 ml nehmen. Gar nicht so viel drin, oder? Mal gucken, ob das reicht, ob das was wird. Ich glaube, dafür nehmen wir mal einfach nur einen Becher. Wir nehmen den Becher. So, läuft mein Druck, warte mal. Sieht man über die Kamera, muss ich gar nicht mal reingucken. Okay, ja. Druck läuft, Janbex Gold ist am Start, wird gerade gedruckt. Sehr nice, sehr geil. Sehr simpel. So, mal kurz Kommis lesen. Wie geht's dir eigentlich im Moment, Crazy Crafter? Ja, meinst du mich? Weiß ich gar nicht. Crazy Crafter, wenn du mich meinst, wie es mir momentan geht, geht es mir blendend. Wie lange hat deine Lieferung des Ender gedauert? Ich glaube, es waren 9 Tage. Auf meinem jetzigen Drucker, der noch hier verpackt steht, den ich euch noch nicht gezeigt habe, da habe ich ein bisschen länger drauf gewartet. Mir geht's gut. Mach die nach und nach. Lohnt sich relativ und denke, dass es wieder Leute finden lassen, die 20 Euro dafür ausgeben. Drone Racing, ja, mal gucken. Ich könnte ja mal was machen, weiß ja nicht genau, ob oder wie und wann. Auf jeden Fall würde ich jetzt gerne erstmal diese Dämpfer machen und da würde ich einfach mal gerne testen, ob das so funktioniert, wie ich es gerne machen würde. Ich würde sagen, wir legen einfach drauf los. Learning by doing, ganz ehrlich. That's it. Ich würde mal gerne wissen, was mein... Ganz kurz. Da bewegt sich noch nicht so wirklich was, habe ich so das Gefühl, bei der anderen Geschichte. Aber na gut, gucken wir es uns mal an. Wir probieren es aus. Hälfte, Hälfte, habe ich gesagt, ja? Also... Oh nee, jetzt immer so. Das ist ja doof. Oh.
Sehr geil. Direkt hier rein. So. Kommentare noch ein bisschen mitlesen, ey. Das will ich immer mal mehr machen, weil das vergesse ich immer. So, wahrscheinlich würdest du schon tausendmal gefragt, aber was hältst du vom AM8-Umbau? Ich überlege, mein A8 umzubauen. Ich kann leider darüber noch gar nichts sagen. Ich kann darüber leider gar nichts sagen, da ich aktuell gar kein AM8 habe. Die Teile liegen hier aber. Das Wochenende ist noch lang. Und ich glaube, ich werde ihn am Wochenende aufbauen. Und dann kann ich dir ab Dienstag oder Donnerstag was dazu sagen. Und vielleicht auch sogar schon vergleichen mit etwas anderem, was schon hier steht, verpackt. So viel dazu. By the way. So. Also halb, halb. Machen wir es einfach mal, oder? Halb, halb. Pi mal Daumen. Ui. Ich glaube ja nicht, dass das was wird, aber... Aber egal. Ich könnte noch was zum Umrühren gebrauchen werden, oder? Ja, ich hole noch was zum Umrühren. Die Farbe kommt schon, wie meine Dämpfer aussehen. Ah, sieht doch schon ganz gut aus. So, kleiner Blick. Machen das ein bisschen anders und zwar. Learning by doing, Leute. Learning by doing. So, das kommt davon, wenn man nicht vorbereitet ist. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, dieses Gemisch sieht schon gar nicht mal so schlecht aus, Freunde. Da müssen wir noch ein bisschen mehr von hinkriegen, damit wir das Ding ja auch voll kriegen. Ein bisschen die Seite. Einfach nach Augenmaß. Mal testen. Das ist ein Testlauf. Wir probieren es mal aus. Wie das Ganze hier funktioniert, ob das funktioniert und ob man das einfach schnell und einfach selbst machen kann. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, die Dämpfer, wenn man letzten Livestream nicht gesehen hat, die Farbe sieht ja schon mal danach aus, als ob es klappen würde. Also wenn das hier die Farbe ist, Moment. So, das hier sieht so sehr, sehr gut danach aus. Als ob ich auf dem richtigen Weg bin, weil genau so sehen meine Dämpfer auch aus. Finde ich gar nicht mal verkehrt. So, was geht im Chat? Mal gucken hier. Die Topfzeit ist gut. Welche Einstellung zum Thema Filament benutzt du? Ja, da wollte ich auch noch ein Video drüber machen, denn es haben mich sehr, sehr viele Leute nach dem Holzfilament gefragt. Und ihr habt mega geile Holzsachen gedruckt. Unfassbar. Mir hat einer ein Bild geschickt, da hat einer sein Lego-Männchen auf dem Floß gestellt. Das Holzfilament ist ja auch Plastik, also schwimmt. Bedeutet, er hat es in der Badewanne oder im Dings, war das Bade? Nee, war im Waschbecken.
Hat er sein Lego-Männchen auf dem Floß schwimmen lassen. Mega lustig gewesen, war richtig cool. Habe ich auf jeden Fall gefeiert. So, wir fangen mal an, das Ganze hier mit dem Enderdämpfern zu machen. Ob das hier funktioniert. Moment, ihr müsst, glaube ich, das hier beiseite und das hier beiseite. Und einfach mal reintropfen lassen. Schauen, was passiert. Es sieht super aus. Wenn ich ehrlich bin, sieht das richtig gut aus. Wow. So. Gar nicht mal schlecht. Ein bisschen frei gemacht werden. Oder nächste rein. Hat jemand eine Ahnung, wie lange das trocknen muss? Also schlecht sieht's nicht aus, Freunde. Schlecht sieht es nicht aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Also schlecht ist was anderes. Nice! Ey, das sieht gut aus, Freunde! Das sieht gut aus. Ich hätte mir einen besseren Rührer nehmen können, aber ein Stück Pappe tut es jetzt auch auf die Schnelle. Neue Mischung, würde ich sagen. Habe ich irgendwas Besseres zum Rühren am Start? So, kleiner Mick, ich muss mal gucken, ob ich was Besseres zum Rühren hier habe. Nächste Mische einfach mal anrühren gerade. Das sieht so geil aus. Freunde, ich will den Chat noch ein bisschen mitlesen. Die Zeiten stehen da. Kann man mit PETG schon? Das ist. Ich empfehle. Was kann man mit PETG schon? Ach so, kam mein PETG. Nein! Mein PETG kam nicht, trotz Amazon Prime. Naja, gut, es ist Vorweihnachtszeit. Die Leute haben viel zu tun. Die Postboten, es ist viel zu erledigen, viel zu liefern. Mein PETG kam noch nicht, aber es ist bestellt, Freunde. Dürfte Montag kommen. Video für morgen ist auf jeden Fall schon abgedreht. Morgen kommt ein geiler Drucker. Danke Kai, danke Reini, falls ihr gerade zuseht. Ja, wofür kann ich sagen? Mega nice. Ja, genau, Dennis Bentlin. Ich werde auf jeden Fall einen neuen Becher benutzen, wenn ich einen neuen ansetze. Das ist ja auch erstmal nur ein Testlauf. Will ich mal testen, wie geil das denn funktioniert. Die Zeiten stehen noch auf den Flaschen. Digga, das ist wahrscheinlich gar kein schlechter Hinweis. Moment. Nee. Nee. Ah, da. Lichtzeit bei 23 Grad Celsius, das ist Verarbeitungszeit, 23 Grad Celsius, Aushärtungszeit bis 120 Minuten. Ruhezeit vom ersten. Ach du liebe Zeit. 120 Minuten und komplett ausgehärtet ist es nach 24 Stunden. Eieiei, Freunde, da ist der Livestream ja viel zu kurz. Ob ihr wirklich richtig steht, seht ihr, wenn das Licht angeht. Da muss ich wahrscheinlich nochmal was drüber machen. Im Video. Aber. Bis jetzt sieht es eigentlich, ich sehe, ganz ehrlich, ich finde es richtig nice, wie das hier aussieht. Erstens sieht es richtig gut aus, zweitens ist man wieder selbst der Mann, also selbst ist der Mann. Sehr geil, ey, sehr, sehr geil. Hoffentlich kriege ich mit der Fuhre noch die andere Lücke wieder gefüllt. Dann lese ich mir gleich mal eure Kommentare durch. Sehr, sehr, sehr geil. Guck mal, ich hab's sogar perfekt hingekriegt, dass es.
Wow. Es ist epic. Leer, der Becher ist leer und alle vier Dinger sind voll. Geil. Das ist cool, Mann. Sehr gut. Becher ist leer. Schaut. Becher leer. Das hier voll. So, das passt schon mal. Das ist für den Ender. Oh. Aber wie ich gerade sehe, hier an der Seite kommt es ein bisschen raus. Seht ihr das? Naja, gut. Das passt schon irgendwie. Das passt schon irgendwie. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Cool. So, jetzt ganz kurz zu euren Kommentaren. Zack, erstmal das Silikon wieder zu. Zack. So. Also, was war hier? Was hat Kai gemacht? Hier, Crazy Crafter. An alle, welches Filament findet ihr besser? PLA oder ABS? Ja. Das, welches Filament findet ihr besser? Gut, das ist schwer zu sagen. Also Filament ist ja nicht gleich ABS oder PETG oder PLA, sondern das ist das Material. Also wenn du es so meinst, würde ich sagen, also schließe mich Kai an, PETG und PLA, definitiv. ABS brauchst einen richtigen Einsatzort für oder ja, muss mal gucken. Ganz voll. Welches PG hast du denn empfohlen? Glaubst du, das ist eine nach Trocknen? Genau, es sollte eine nach Trocknen. Hier steht auf jeden Fall drauf: Mischzeit bei 23 Grad Celsius, also wie lange ich rühren muss, 1 Minute. Verarbeitungszeit bei 23 Grad Celsius, 10 Minuten, dann ist es schon ein bisschen angehärtet. Dann habe ich hier noch eine Aushärtzeit bei 23 Grad Celsius, 120 Minuten, also es ist in der Raumtemperatur. Und dann Ruhezeit der Form vor dem ersten Einguss, 24 Stunden. So. PETG, das Baum. Der Umbau kostet eher 100 Euro. Vom AM8, wenn nicht sogar mehr. Wenn ihr das macht, was ich mache. Je nachdem, welches 10 Minuten losinke. Okay, ja, nach ein bis zwei Stunden könnte es auch völlig hart sein. Es kann natürlich sein. Ich habe damit null Erfahrung, wirklich nicht. Ich gehe aber gleich schon wieder weg. Also, das heißt, gleich in anderthalb Stunden. Nee, in einer Stunde nur noch. Und dann muss ich mal schauen, wie das am Ende des Tages aussieht später. So, auf jeden Fall. Sind hier unten sehr geil. Das gefällt mir echt gut. Vor allem, es hat auch was. Irgendwie die Farbe sieht richtig nice aus. Was? Crazy Crafter. Ich verstehe gar nicht, wieso es normale Videos gibt. Livestreams sind viel besser. Der Unterschied zwischen Video zu Livestream. Livestream ist live, da passiert was über einen gewissen Zeitraum von 2 Stunden. Und in einem Video erkläre ich das Ganze nochmal innerhalb von 5 bis 10 bis 15 Minuten. Von daher kannst du auch gerne immer mal die Livestreams anschauen, aber wenn du 2 Stunden immer nur schaust, ist ja auch, weiß ich, eben das Seine. Also Livestream und Videos, so eine gewisse Mischung finde ich ganz gesund, aber nur live oder nur Video, klar. Manche machen gar keine Livestreams. Ja, Rocco, 81,92. Ich weiß, man sollte sich etwas vorbereiten. Ist richtig. Es war komplett spontan. Mein Video ist schneller fertig geworden, als es eigentlich sollte. Von daher habe ich gedacht, okay, ich mache noch was Cooles heute, bevor ich hier weggehe. Da habe ich gedacht, ich entscheide mich spontan dazu. Spontan dazu, dass hier auszuprobieren. So, was hast du jetzt eigentlich am Heizbett gemacht am Arnet A8? Arnet A8, was habe ich am Heizbett gemacht? Momentan habe ich nur meine Dämpfer dran, ist ordentlich eingestellt. Mein Arnet wieder ein bisschen verändert. Kommt aber noch was dazu, was definitiv Sinn macht und auch definitiv andere YouTuber falsch erklären oder andere YouTuber falsch sagen. Kai weiß da schon Bescheid, aber pst. Und ja, was habe ich am Arnet noch gemacht? Bis jetzt noch nichts, weil hier liegen noch so ein paar Profile rum, die müssten mal langsam verbaut werden. Und ein paar Nutenmutter und ein paar Winkel liegen hier auch rum. Müssten mal alles so in ein Paket gepackt werden. Orange kostet 23 Euro, genau. Wieso druckst du die Dämpfer nicht einfach? Du meinst mit
flexiblen Filament, also Flexi-Filament. Tja, wieso druckt man den nicht einfach? Ich glaube, die Frage ist selbst beantwortet. Wozu der Umweg? Ja. Ja. Probier mal die Dämpfer zu drucken, schließe die an dein Heizbett an, setze sie unter Last und schreib mir nochmal, wenn sie nicht porös werden. Ändern beim Autobett-Level-Sensor ausrüsten. Leute. Ändern beim Autobett-Level-Sensor ausrüsten. Kann ich machen. Mache ich bei 1.8. Hallo zusammen. Hallo Joachim Schmitz. Charlie Feuerlein. Wenn du flexibles Filament da hast, dann druck diese Dämpfer aus flexiblem Filament, bringe sie in den Einsatz und zeige mir nach einem Monat, wie deine Dämpfer aussehen, wenn du sie unter Last hast. Bitte. Und das Heizbett natürlich auch immer schön heiß, etc. Und ja. Und sag mir, wie oft du nachleveln musstest. Also vom Heizbett. Wie oft du dein Heizbett wieder einstellen musstest. Wie oft du es nachziehen musstest, beziehungsweise wie oft du wiedergeben musst, also den Widerstand verringern musstest. Was natürlich gar nicht geht, weil wenn sie einmal zusammengedrückt sind, aber das, ich warte auf deine Antwort in einem Monat. Probier es mal aus, würde mich echt interessieren, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es was bringt. Ja, geile Frage, Crazy Crafter. Sehr gute Frage. Wie glaubst du, werden die 3D-Drucker die Welt verändern so in 10 Jahren? Also bevor ich jetzt den Job angenommen habe, hier wo ich jetzt arbeite, war ich im Krankenhaus tätig und habe Einsicht gehabt in Patientenakten. Und ich habe mit Ärzten gesprochen, ich habe mit verschiedenen, wie nennt man das, mit verschiedenen Leuten gesprochen, die in dieser Materie schon in der Medizin tätig sind. Und ich weiß, dass Knorpel zum Beispiel künstlich anpflanzbar ist. Bedeutet, man entnimmt dir eine gewisse Gewebeprobe von deinem Knorpel, setzt ihn in ein Reagenzglas in Anführungszeichen und lässt ihn wachsen. Somit kannst du künstlich deinen Knorpel nachproduzieren für deine Gelenke, Knie, Ellenbogen, dein Kugelgelenk hier oben in der Schulter. Das funktioniert heutzutage alles schon. Diese Technik ist zwar noch nicht ausgereift oder das ist noch nicht weit genug erforscht, aber ich weiß, dass die ein oder anderen Mediziner und die ein oder anderen Leute, die daran forschen, mit Druckern arbeiten, die gewisses Material drucken, was hier in dem Bereich 3D-Drucken absolut irrelevant ist, bei uns jetzt in der Materie, aber Bereiche drucken, die Gelenkköpfe zum Beispiel, ein künstliches Hüftgelenk zum Beispiel, kann gedruckt werden. Ich war auf der Formex in Frankfurt, da wird Alu gedruckt, die grobe Form wird gemacht und dann arbeitet eine Maschine das Finishing nach und die arbeitet auf 0,0 μ genau. Und ja, also in 10 Jahren, wirklich, in 10 Jahren glaube ich, dass die 3D-Drucker um einiges besser sind, um einiges mehr Material verarbeiten können, um einiges genauer drucken, um einiges besser sind, um einiges schneller sind. Und wenn ich mir so sehe, es werden schon Häuser gedruckt, also richtige Häuser, die so designt werden, dass du keine Wärmedämmung mehr brauchst, weil die Architektur der Häuser mit runden Wänden und konkaven Wänden einfach die Wärmedämmung schon in sich tragen. Und wenn du das dir mal in 10 Jahren vorstellst, was da abgehen könnte. Ich meine, wie lange haben wir gebraucht vom Nokia 3310 bis zum iPhone X? Das waren auch 10 Jahre vielleicht oder weniger oder vielleicht ein bisschen mehr. Aber wie schnell dieser Sprung war, von Röhrenbildschirm zu LCD, dann LED, jetzt OLED. Die Technik ist so rasant, da sind wir immer dabei und die Chinesen machen alles mit und dies und das. Und ich glaube, das wird sehr rapide hochgehen. Also sehr rapide, sehr steil gehen und man kann einiges damit in Zukunft machen, glaube ich. Nicht nur Figuren, nicht nur Dämpfer, nicht nur Vasen, ja, sondern da geht viel, viel mehr. Da geht viel, viel mehr. Allein auf der Formex war schon richtig krass. CoolTube, was hat der gemacht? Trockte da. CoolTube, ich weiß gar nicht, ob das in der Mikrowelle funktioniert, aber ich habe auch gar keine Mikrowelle da, könnten wir gar nicht austesten. Und wenn es wirklich irgendwie brodeln sollte und die ganze Mikrowelle verschmieren sollte, gibt es mal ordentlich Anschluss von meiner Freundin.
So. Ja, ich könnte jetzt einen Föhn holen und könnte das Ganze hier wärmen oder aushärten lassen. Aber wir lassen es einfach mal so, wie es ist, so wie es hier vorgegeben ist. Schauen mal, ob es überhaupt funktioniert. So, was haben wir hier noch? Grüße, Grüße. Kannst du mal ein Video machen über Skynet V2? Hast du mir gerade einen Kommentar geschrieben? Habe ich schon gesehen, das Kommentar. Habe ich mir auch schon angeguckt, ob ich es machen soll oder nicht. Ich glaube, ich werde es machen. Aber nicht im Skynet V2.3.2. Denn unter meinem Skynet-Video waren ja auch wieder die ein oder anderen Spezialisten, die es nicht verstanden haben, dass immer, also dass Skynet alt ist und nicht mehr bearbeitet wird und nicht mehr upgradet wird, ist bewusst, das weiß so gut wie jeder. Aber die Frage war explizit, kannst du bitte ein Video dazu machen, wie du Skynet 3D auf dein Mainboard flashst. So, das habe ich getan und dann kommt... Wieso benutzt du kein Marlin? Wieso machst du kein Marlin drauf? Wieso spielst du kein Marlin 1.1.x drauf? Das wird täglich geupdatet, etc. Genauso wie mit dem Autovideo, das hat ja auch keiner verstanden. Aber ist ja nicht schlimm. Alles gut, ich will ja nicht meckern, Freunde. Ich will ja nicht meckern. So. Ich werde aber ein Video noch raushauen. Vielleicht mache ich das auch morgen noch. Vielleicht kommen wir morgen auch zwei Videos. Und zwar wollte ich ein Video noch raushauen, wie... Jetzt nicht wieder falsch verstehen, wenn hier jemand zuguckt, aber wie man... schnell, einfach und unkompliziert das Logo auf den Bootscreen, vom Anet 8 im Full Graphic Display einbauen kann. Also vielleicht mache ich dazu ein Video und wenn jetzt jemand zuguckt, nicht falsch verstehen und nicht wieder gleich Mimosen. Genau. Der Joachim Schmidt, der alte Admin. So. Jetzt, ich würde sagen, ich mische mal eine neue Mischung an für das hier. Aber dafür benutze ich dann nochmal diese Klammern hier. Und zwar gucken wir mal, ob wir das hier zupressen können. Weil das wäre eigentlich gar nicht so schlecht. Gucken wir mal, ob wir das hier gepresst kriegen, ordentlich. An deinem Ender machen. Ja. Wo sind eure Schwierigkeiten bei euren Einstellungen beim Ender? Was sind eure Schwierigkeiten bei den Einstellungen bei eurem Ender? Das würde mich so gerne interessieren. Weil ich kann den Ender eigentlich nur als sehr unkompliziert einstufen. So, kleiner Blick. Ich hole mir noch eine andere Zange. So, aber in meiner Ausschusskiste geguckt, da ist so viel Kram drin, Das ist alles, was hier nicht rumfliegen muss, aber was man ab und zu mal braucht. So. Ja, Sekunde. Sonst, was habt ihr am Wochenende schon gedruckt? Was wollt ihr drucken? Was macht ihr am Wochenende? Was habt ihr vor am Wochenende? Seid ihr auf dem Weihnachtsmarkt unterwegs? Welchen Weihnachtsmarkt feiert ihr am liebsten? Geht ihr überhaupt auf Weihnachtsmärkte? Das wäre auch mal so eine interessante Frage. Und die Frauen lieben ja Weihnachtsmärkte. Oh, komm Schatz, wir gehen auf den Weihnachtsmarkt. Wir schauen uns die Stände an. Wir gehen Glühwein trinken und hier und da und dies und das. Und ja, und dann ist man auf dem Weihnachtsmarkt. Ich muss Angst haben, dass man nicht überfahren wird. Nach dem Motto. So, das ist mein neues Gestell für meine zweite Fuhre an Silikonbumpern.
Ist da ein Loch drin? Nein. Perfekt. Stellen wir es mal auf und probieren es aus. Noah Seidel. What? Limit Gaming hab ich so gemacht, hab nur das Heizbett verändert, läuft einwandfrei. What? Warte mal, das muss ich mir jetzt ganz kurz mal angucken. Kleiner Augenblick. Geil! Nice! Nice, Noah Seidel, du bist also Butterkicks 103 unten Strich Official. Sehr geil. Also es ist eine Verwechslung mit Ash Ketchum so ein bisschen, oder? So, also Noah Seidel hat mir gerade im Chat geschrieben, dass er mich als Comic gezeichnet hat. Sehr, 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 sehr geil. Hier mal ganz kurz das Bild. Super geil, ey. Geiler Scheiß, ohne Scheiß. Richtig cool. Sehr geil. Daumen gehen hoch. Vielen, vielen Dank. Hier oben das KTP. Oh, hier. Hier das KTP. Hier das KTP. Das soll ich sein. Komm, ey. Das ist ja auch so ein Tanzverbot. Spaß. Sieht gut aus. Und hier unten sein Autogramm. Cool, ey. Nice. Geil, ey. Jetzt muss ich direkt speichern. Kann man das speichern hier? Speichern. Eine Freundin wird sich kaputt lachen. Sau stark. Echt cool. Mega, mega cool. So. Drucke gerade meine AM8-Teile. Ja. Meine AM8-Teile sind hier. Und werden heute Nacht oder morgen früh nach dem Frühstück, sobald die Freundin aus dem Haus ist, verbaut. Und ja, da kommt noch so ein bisschen was, Freunde. Da kommt noch so ein bisschen was. Drucke gerade meine AM8-Teile mit dem Ender. Genauso habe ich es auch gemacht. So ungefähr. Ich hatte schon ein paar AM8-Teile da gehabt. Dann habe ich aber. Nice! Grüße gehen raus am Moto Erevo. Gibt's auch noch gleich was zu erzählen. Dann habe ich aber noch ein bisschen was. Habe ich noch ein bisschen was zu wenig gedruckt. Die habe ich mir dann wieder auf den Ender gelegt. Habe mit dem ein bisschen was gedruckt. Habe währenddessen versucht, mit dem hier was zu drucken. Oh Gott. Aber. wenn morgen das Video online kommt, ich hoffe, es kann mir jemand helfen, Freunde. Ich hoffe, es kann mir jemand helfen. Aber ja, werden wir morgen mal schauen. Wie machst du die Schrauben durch, wenn man die so zusammenpresst? Digga, gar nicht mal verkehrt, Alter. Ja? Muss ich sagen, habe ich nicht dran gedacht. Da habe ich gar nicht dran gedacht. Nicht schlecht, er hat vollkommen recht. Taylor's Exits. Du hast vollkommen recht. Ich muss ja hier oben, müssen ja die Schrauben durch. Für das Gewinde, also für die Löcher, für die Dämpfer am Arnett, damit da am Heizbett wieder die Schrauben durchkommen, muss ich sie ja hier vorlegen. Und du hast vollkommen recht, wie mache ich die Schrauben durch, wenn ich die Zange hier dran setze? Das geht ja gar nicht. That is a good question. That is a good question. Hast du keine Probleme mit dem Janbeck-Filament? Ich habe jetzt mal die Farbe blau an bei... Was? Gebrochen ist bei mir noch nie ein Filament. Und ich lagere meine Filamente so. So lagere ich meine Filamente. Einfach nur so. Da sind alle Filamente, die ich habe. Und an der Luft, ohne irgendwie Schutz, sonstiges. Nie Probleme gehabt, nie gebrochen. Außer einmal ist mir auch blau gebrochen. Aber das lag daran, da das über 2 Wochen unberührt im Bodenextruder war. Und ich habe die Erfahrung gemacht, im Bodenextruder brechen Filamente viel schneller als normal. Hier in dem Raum sind es immer ganz normal, 23 Grad, 22, 23 Grad nehme ich an. Und die anderen Filamente sind noch nie gebrochen. Auch nicht im direkten Extruder. Im Extruder vom Dings, den ich jeden Tag benutze, vom Ender, ist auch noch nie was gebrochen. Aber in dem Extruder, in dem Bodenextruder, den ich hier mal 2 Wochen lang stehen lassen hatte, ohne irgendwas dran zu machen, ist Filament weggebrochen.
So, ARM8-Teile und nur PETG oder ABS mit 100% Elektrodrucken. Ich habe die ARM8-Teile 70% Infill, manche Teile sogar noch 50% Infill auf PLA. Mehr nicht. Mehr nicht. Wir werden sehen, ob es hält. Ich bin der Meinung, es hält. Denn die ganze Stabilität geht über die Winkel, geht über die Nutmuttern. Und das, was die Teile bringen sollen, 100% habe ich nicht gemacht. Ich habe 50%, nee, bei manchen Teilen 50%, bei manchen Teilen 70% Infill gemacht, ja. Unterlegscheiben und die Schrauben gleich dadurch, ja genau, könnte ich auch machen. Ich könnte, ja, genau. Das ist a good idea, my man. Eine gute Idee. Unterlegscheiben. Und wo sind denn Schrauben hierfür? Hier sind Schrauben. Autofokuskamera, vielen Dank. Das fertige Modell ist gebrochen. Jetzt, also dein fertiges Druckobjekt ist gebrochen, oder wie? Was meinst du? Weil das ist ja dann natürlich eine Frage, wie stark du es belastest. Was du hier gerade siehst, das Baum. Hier gerade im Druck, dieser Druck hier unten, unten rechts im kleinen Fenster, ist auf einer ganz normalen Glasplatte, also einer Spiegelplatte von Ikea. Diese Spiegelplatte von Ikea ist nicht mit irgendeinem Lack eingesprüht oder Haarspray oder sonstiges, nein. Spucke Mikrofasertuch und das Ding ist fest. Der druckt den ganzen Tag schon, nur so und ohne Probleme, gar keine Frage. Was? Verstehe ich nicht. Warum sind die Dinger weggebrochen? Das ist mir noch nie passiert. Also ein fertiger Druck ist mir gebrochen, aber nur aus Mutwilligkeit, also aus Absicht. Nur aus Absicht ist mir mal ein fertiger Druck gebrochen. Aber nicht irgendwie aus Versehen oder weil das Material zu schwach war, das habe ich noch nie gehabt. Are you kidding me? Die Löcher sind zu klein. Ah, ne. Nee, sind doch nicht zu klein. So, das ist das. Sekunde. Sag mal, wo ist denn das jetzt schon wieder hier, du? Oh, Freunde, da ist es. Da ist es. Bevor ich mir da jetzt einen Wolf drehe, zieh ich die einfach durch. Akkuschrauber, der eine oder andere wird jetzt wieder die Augen zumachen. Ich sag, geht. Aufpassen nur, denn Filament wird warm, wenn es bewegt wird, wenn es bearbeitet wird. Passt! Passt. Next one. We keep it on rolling. Geil, ja, dein Kommentar unter Katjas Doggy ist bei Corncrafter Reactions Video bei, glaube ich, 2 Minuten 30. Das ist richtig, Corncrafter, wer ihn nicht kennt, ich glaube, ihr alle kennt den. Corncrafter hat Kommentare vorgelesen unter dem neuen Video von... Wie heißt die also noch gleich? Warte. Katja, genau, Katja Krasavice oder wie heißt. Die Trends auf YouTube sind ja absolut... Sorry, aber die Trends auf YouTube, die kann man einfach nur mit RTL vergleichen. Und, Katja Krasavice hat ein Video gemacht, worauf ich gar nicht mehr eingehen möchte, weil sonst werde ich hier noch gestrikt auf YouTube. Wo ich aber sagen muss, also ich lege viel Wert, also ich mag Rap, Hip-Hop, mag ich allgemein so oder so. Jetzt auch JBG3 ist draußen, ich feiere die Musik einfach, ich mag den Sinn dahinter.
Bei Katja allerdings gibt es keinen Sinn, ist einfach nur dumm. Aber der Beat und die Leistung, die von dem Sony Picture Studios gemacht worden ist, oder ich weiß gar nicht, wer es gedroppt hat, auf jeden Fall die Leistung, die dabei rauskam, so eine schlechte Stimme und so eine schlechte Sängerin so gut rauszubringen, diese Arbeit von den Jungs, die dahinter stecken, ist besser als die Arbeit von Bibi. Bibi hat ja auch ein Video rausgebracht, da dachte ich mir nur so, oh Gott. Und Katja habe ich mir natürlich auch gedacht, oh Gott, aber die Arbeit von den Jungs war besser bei Katja als bei Bibi. Definitiv. Und da hat Concraft hat meinen Kommentar davor gelesen und ich dachte mir so, oh, Backe. Und da haben so viele Leute von euch meinen Namen erkannt. Also ihr Schlitzis, ihr Schlitzohren, ihr schaut wohl doch auch Concrafter, ja? Der gute Luca mit seiner Pizza. So ein Scheiß landet in den Trends, ich verstehe das nicht, ey. Und dann fragt man sich noch, warum YouTube momentan so am Absinken ist. Wie kann man denn einen Pizzatypen, also Concrafter jetzt, nichts gegen Concrafter, gute Idee, gutes Marketing dahinter, aber wie kann man denn seinen Namen mit einer Pizza und Margarita und dann so ein Smiley da drauf und die dann 5 Euro und ach, ich weiß nicht. Absolut nicht mein Stil, ey. Das ist so RTL-Niveau. Kann ich nichts mehr dazu sagen. Aber naja, gut, so ist es. Das sind leider die Trends. So kommt man auf YouTube weiter. Deswegen habe ich auch nur, also ich bin glücklich darüber, sehr glücklich darüber, aber deswegen habe ich 3000 Abonnenten und der Pizzaboy 2 Millionen oder so. Ja, so ist das. Crazy Crafter, du hast mir gerade ein Bild auf Instagram geschickt, wie dein X-Achsenspanner aussieht. Schau ich mir an. Anfrage Crazy Crafter zulassen. Das ist kein X-Achsenspanner. Das ist einfach nur ein Riemenhalter. Hast du das auch geschrieben? Das ist kein X-Achsenspanner, das ist einfach nur ein Riemenhalter. Und den Riemenhalter würde ich gegebenenfalls sogar in absehbarer Zeit wieder austauschen. Denn wenn du das Bild anschaust, rechts die Halterung ist gut, links die Halterung, wo du nur das Gummi reinlegst, wo du nur den Riemen reinlegst, ist Käse. Weil der rutscht durch, auch wenn du nur 2-3 Zähne durchrutscht, ist schon zu locker. Und dann musst du den Riemen nachspannen. Und wenn du den Riemenspanner drehst und darauf Spannung bringst, dann wird dieser Riemenspanner das Filament oder die Zähne, diesen Zahnriemen auch da rausziehen. Glaub mir, dieser Zahnriemen oder dieser Halter für den Zahnriemen ist nicht von Vorteil. So meine Erfahrung. Ich habe einen anderen gedruckt, beziehungsweise ich habe noch den Originalen dran. Jetzt wieder, weil ich ein bisschen was im Umbauen bin. Kai weiß Bescheid. Und ja. Where the life begins. 3300 Abos in so einer Nische ist aber richtig gute Leistung. Ja, vielen, vielen Dank dafür. Das höre ich so. Baut einfach auf. Das höre ich total gerne. Vielen, vielen Dank. Echt. Und dass ihr meinen Content auch feiert, finde ich geil. Und in meinen Videos, da lege ich auch viel Wert darauf, dass ein angenehmer Schnitt dabei ist, gute Aufnahmen dabei sind. Und halt immer so ein bisschen, Moment. Und halt immer so ein bisschen Kino-Feeling dabei ist. Ihr wisst, was ich meine. Also ich lege schon einen gewissen Wert auf die Videos, damit das so ein bisschen rüberkommt. Wenn ich jetzt wieder was sage, dann ist wieder für den einen oder anderen schlecht dargestellt. Möchte ich jetzt nicht machen, sonst gibt es da wieder eine Heulerei. Auf jeden Fall, ich lege viel Wert auf die Videos, ich lege viel Wert auf Schnitt, auf Musik, auf Beat, auf einen guten Schnitt, auf einen Beat geschnitten. Und das war auch das, was ich mit dem Autovideo erreichen wollte. Und ja, also vielen, vielen Dank dafür, dass du das merkst. Joachim, ich will jetzt irgendwie die Schraube leicht, bevor du Silikon reinmachst. Nein, definitiv nicht. Die Schraube hat ein Gewinde. Kann man wieder rausdrehen. Könntest du erklären, wie man den Leveling-Sensor anschließt? Justin L. Ja, I will do this in den nächsten paar Tagen. Und zwar werde ich einen Auto-Leveling-Sensor anschließen. Wo ist er? Hier, das ist er. Mein Auto-Leveling-Sensor, ganz normaler Amazon-Sensor. Kommt bald, wird gemacht. Und dann gibt es hier ein kleines Tutorial, wo ihr euch das anschauen könnt. Simpel, schnell, einfach erklärt. Das ist ja die Zielsetzung für diese Reihe, die ich ja gerade rausgebracht habe. So, das hätten wir. Mutter,
Unter der Geschirrmutter. Hier, hab ich doch. Perfekt. So, was haben wir noch? Dank dir. Kein Problem, sehr gerne. Ach so, nee, der Kai hat's gemacht. Super. Where the life begins. Mega nice, vielen Dank. Echt. Baut auf sowas, richtig cool. Dankeschön. Dankeschön. Fusion 360 ist gut, wenn man sich einmal eingearbeitet hat. Fusion 360 ist ein sehr, sehr starkes Programm. Aber man muss sich halt wirklich erst einarbeiten. Aber wenn man es kann und ein bisschen beherrscht, dann ist es sehr, sehr, sehr mächtig. Sehr, sehr mächtig. Aber man kann auch viel Quatsch bauen. Mit Fusion 360 oder Thingiverse schon allein kannst du viel Quatsch bauen. Thinkercad, sorry. Thinkercad ist ja das Einsteiger-Ding überhaupt. Und auch das, womit ich ab und zu noch arbeite, wenn es schnell gehen muss. Weil ich das einfach besser beherrsche als Fusion 360. Um ehrlich zu sein, gibt es bei Thinkercad gar nicht so viel zu beherrschen. Es ist halt super einfach gemacht, super simpel gemacht und super einfach gestaltet. Und die STL-Dateien, die da rauskommen, sind halt einfach mega nice. What? What? So. What? Mann. Zu Thema Vespa. Wer meine Vespa-Videos feiert, wer man an meiner Vespa immer interessiert ist und immer am Ball ist, dem habe ich gute Nachrichten zu verbringen. Und zwar, mein Vespa-Motor ist heute zum Moto Erevo gekommen. Ich habe heute Morgen um 9 Uhr bei Moto Erevo an der Tür geklingelt und habe gesagt, Jungs, ihr seid die krassesten, ich brauche eure Hilfe. Und die übernehmen meinen Motor. Mega geil. Und ich war in dem Laden drin. Freunde, der Laden ist ein Paradies. Es ist wie in Italien. Also, es ist einfach nur ein viereckiger Raum. Also wirklich nur vier Wände. Ja, du gehst in eine Tür rein, eine Metalltür rein. Und dann stehen da einfach schon so viele Vespa. Vespa, Simson. Da steht, ey, es ist so nice. So nice. Also, Moto Erevo. Vielen, vielen Dank dafür, dass ihr euch da meiner Vespa annehmt und dass ihr noch Kapazitäten für mich frei habt. I love it. Dieser Laden ist echt nice und ich weiß, dass ich da in guten Händen bin. In sehr guten Händen bin. So, und wenn die Vespa dann, wenn der Motor dann fertig ist, beziehungsweise nächste Woche geht es dann ab zum Entlacken, dass ich den Lack und alles schon fertig kriege, dass ich den Rahmen und alles schon fertig bekomme. Dann kriege ich nur noch einen Anruf, irgendwann nach Weihnachten im nächsten Jahr. Hey Kollege, dein Motor ist fertig, komm vorbei, hol ihn ab. Und ja, dann geht's ans Einbauen. Ja, und dann. Und damit gefahren. Mit einem geilen Biest. Mit einer wunderschönen Vespa. Hi. Das passt. So, neue Mischung, neues Glück. Zange, neuer Becher. Was sagt eigentlich meine Eule hier? Ich glaube, das funktioniert nicht so ganz. Okay, muss schon mal gucken. Das, by the way. Schrauben weg. Noah Seidel, was hat Noah Seidel geschrieben? Noah Seidel. Noah Seidel, ist alles in Planung. Wie gesagt, ich bin Arbeitnehmer, ich muss jeden Tag 9 Stunden arbeiten. Beziehungsweise ich darf jeden Tag 9 Stunden arbeiten. Ich bin ja froh, dass ich arbeiten darf. Und habe diesbezüglich wenig Zeit. Und ja, es ist halt ein bisschen schwierig, alles zu handeln. Ich habe meistens dann Zeit, wenn kein Tageslicht mehr da ist, wenn es dunkel ist, meine Freundin pennt und ich noch wach bin und ein Video machen kann. Und das dann dreimal die Woche, dienstags, donnerstags und sonntags. Plus Arbeit, plus Freundin, plus Freizeit, plus Privatleben. Das ist ein bisschen schwierig, aber immer Step by Step by Step by Step by Step. Und es kommt jetzt diese Videoserie, wo ich einiges machen werde, erklären werde, in kurzen, einfachen Schritten und versuche immer
zwischen 5 und 10 Minuten zu bleiben. Auf jeden Fall immer unter 10 Minuten, damit das Video nicht so krass... Ja, ein Erklärvideo sollte nicht länger als 10 Minuten gehen. Und da ist noch wenig Cinematic Shots dabei, aber so, trotzdem soll es hochwertig sein. Das ist natürlich immer die Sache. Hi zusammen, hi zusammen. So, kleiner Blick, ich hole mir einen neuen Becher. Ah ne, Quatsch. Die Becher sind ja hier. Hier ist die neue Becher. Hier ist die neue Becher, ich muss nur zuschneiden. So, neuen Becher haben wir und neues Rührstäbchen haben wir auch, krass schnell zugeschnitten. Hervorragend. Weiter so, Racecopter TV, weiter so. Kann ich dir ein paar Dämpfer abkaufen? Domenico Grande, du kannst Dämpfer gewinnen. Sobald alle Dämpfer fertig sind, gibt es ein Instagram-Foto. Dieses Instagram-Foto sagt euch, wow, da liegen tausende Dämpfer, die können wir... jetzt gewinnen, und wenn ihr die gewinnen könnt oder wenn das Foto online ist, könnt ihr unter diesem Instagram-Foto oder unter dem YouTube-Video, ich weiß noch nicht genau, wie ich es machen werde, aber auf jeden Fall schadet es nicht, auf YouTube oder auf Instagram zu folgen, ein bisschen Werbung, dann könnt ihr solche Dämpfer gewinnen. Ich werde so viele Dämpfer wie möglich hier rausholen und die sowohl für den Arnett als auch für den Ender vorproduzieren, und ja, that's by the way, ihr könnt die Dämpfer gewinnen. Und für die Leute, die es nicht gewinnen, die zeige ich jetzt gerade oder will gerade zeigen, wie es funktioniert. Und deswegen mein erster Versuch. Von daher, einfach nachmachen. Mischverhältnis 1:1. Ein bisschen hier reinklatschen und das gleiche nochmal an dem roten reinhauen. Und that's it. So, dann gibt's hier wieder Rolle. Bumm, jawohl. So. Da noch das rote hier reinhauen. Ungefähr genauso viel. Zack. Also eigentlich genauso viel. Und jetzt das Ganze hier schön vermengen. So, also Vespas in Arbeit, Pocketbikes hier unten sind auch bald in Arbeit. Hoffentlich schneit es bald mal hier in Hessen, damit es hier mal richtig rund geht, damit wir ein bisschen wieder Faxen bauen können, wir mal wieder rausgehen können. Weil bei so einem regnerischen Wetter macht es ja natürlich alles gar keinen Bock. Und ja... Wenn es da wieder richtig schön wird draußen mit Schnee und klarem Wetter und frischer Luft und ach, mega. Pocketbike auspacken und los geht's. Da wird erstmal eine Runde gedriftet. Ja, so muss es sein, Freunde. Immer Action, immer Action, immer Action. Und jede Zeit nutzen, die man hat. Seht ihr, jetzt habe ich noch genau eine halbe Stunde Zeit. Und in diesen anderthalb Stunden haben wir schon wieder Dämpfer erstellt. Also immer on Tour bleiben. Schlafen können wir, wenn der Deckel drauf ist, irgendwann mal auf der Holzkiste. Wenn es bis dahin noch eine Holzkiste wird, es sei denn, ja. Ihr wisst, was ich meine, Freunde. Sieht so gut aus, wirklich. Mega. Ist sogar sehr, sehr gut. Schaut mal hier. Schaut mal selbst hier, Freunde. Momentchen, Momentchen, Momentchen. So sieht's aus. Gar nicht mal schlecht, würde ich sagen, oder? Zweiter Versuch. Konsistenz passt auch optimal. Bewegt sich sehr gut. Ja, finde ich nice. Finde ich nice. Ich glaube, wir brauchen aber noch mehr. Nochmal so ungefähr gleich viel. Zack, reinhauen. Und von dem noch reinhauen. Zack. So, weil die Dämpfer für den Arnett sind etwas größer. Wir brauchen ein bisschen mehr. Ich glaube, sogar das ist noch zu wenig. Aber so sieht das Ganze dann aus. Einfach mal ein bisschen Pappe hier rumrühren. Natürlich habt ihr auch besseres Rührmaterial zu Hause, das weiß ich natürlich. Jetzt provisorisch schnell auf die Schnelle mal gezeigt, wie das Ganze hier funktioniert, Freunde. So, währenddessen die Kommentare mal lesen. Mache ich viel zu selten, ey. Das vergesse ich aber auch immer wieder.
So, genau. Moin, kannst du mal deinen anderen Ton abstellen? Meinen anderen Ton? Du meinst das Gedrucke? Leider nicht, ne? Oder meinst du das hier? Ah ja, hier meinst du das. Ah, okay, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Sorry. Sorry, sorry, sorry. So, jetzt. Muss ich aber ganz kurz mal wieder drauf gehen, weil ich sehe schon den Chat nicht mehr. Kleiner Blick, kleiner Blick, kleiner Blick. Hier. Ich hab's. So, perfekt. So, jetzt dürftet ihr nichts mehr hören, hoffe ich. Sorry, das ist die ganze Zeit gelaufen. Oh Mann, ärgerlich, doof, schade. Tut mir leid. Hab kein Instagram, bin gar nicht Mainstream. Ich hab kein Facebook. Feine Sache von dir, vielleicht kannst du das Gewinnspiel auf YouTube starten. Insta und Facebook nutze ich nicht. Okay, ja, ich mach's auf YouTube, mal gucken. Schweinchenrosa, ja, Schweinchenrosa. Meine Erfahrung war, mich nicht weiß. Kannst du den Link von der Silikonmasse posten? Kai hat das schon getan. Jawohl. Sehr geil. Vielen Dank, Kai. Bester Admin, den es überhaupt gibt. Ja, das sehe ich genauso. Eine ganze Flasche Silikon ist ein bisschen Verschwendung dafür zu kaufen. Deswegen ist dieses Gewinnspiel ja mega nice. Aber wir probieren es erstmal so aus. Vielleicht hole ich mir noch ein, zwei andere Flaschen, mal gucken. Aber wer das gerne ist, ihr seid ja solche Leute, ihr seid ja diese DIY, diese Do-it-yourself Community, ihr macht es ja auch total gerne. Und genau, von daher. Wow. Scheiße, dafür brauche ich ganz schön viel, ey. Krass. Krass. Das Mischverhältnis reicht schon lange nicht. What? Wow. Der ganze Becher ist schon leer und ich habe gerade mal eine Mische gemacht. Für einen Dämpfer. Krass, da muss einiges drauf gehen hier. Kleiner Blick, Butter, Keks, 103. Ich hab's gesehen, ich mach's gleich, schau gleich an. Boah. Jo Gott, wie viel! Du liebes bisschen. Ach du liebe Konfettikanone. Wie bist du eigentlich zum 3D-Druck gekommen? Ja, mein damaliger Kumpel, wir kannten uns oder wir kennen uns schon sehr, sehr lange, sind aber jetzt irgendwie nicht mehr so dicke. Ja, der hatte einen 3D-Drucker bestellt und der hatte gesagt, das kostet 150 Euro und da habe ich mir gedacht, ey, cool. Habe ich mich so mit dem 3D-Druck ein bisschen reingelesen, habe so gedacht, okay, so schwer ist es ja nicht, wenn du ein bisschen technisches Vorstellungs- dreidimensionales Vorstellungsvermögen hast und ein bisschen technisches Verständnis. Also ich sage nicht, dass ich irgendwie Elektroniker bin oder irgendwie technisch sehr versiert bin. Definitiv nicht. Das ist eher mehr als ich. Aber ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, das Ganze zu verstehen und habe mir dann einen DIY-Printer gekauft für 150 Euro damals, den Aneta 8. Und ja, so bin ich dann aufs 3D-Drucken gekommen. Habe den aufgebaut, habe meinen ersten Drucker gemacht. Dann hat er mir so ein bisschen gezeigt, was noch zu verändern ist. Dann habe ich mich weiter reingelesen in die Thematik und alles so Step by Step selbst beigebracht, meine Folge Ich Think You Ask Me Was gestartet und dann ging es auch schon los und dann irgendwann habe ich mir noch einen gekauft, dann habe ich mir noch einen gekauft, dann habe ich ein Geschenk bekommen, jetzt steht noch einer hier, den ich geschenkt bekommen habe und ja, so kam das dann halt alles und dann so ein bisschen auf YouTube geschaut, was die anderen so treiben oder was sie nicht so treiben oder was sie falsch machen und was nicht und ja. So kam ich aufs 3D-Drucken durch einen guten Kumpel damals von mir.
Und dann hat er gedacht, er müsste ein bisschen irgendwie am Rad drehen und dann war das auch schon wieder vorbei. Aber das ist ja ein anderes Thema. 3D-Drucken ist aber eine sehr, sehr coole Geschichte. Ich bin eigentlich gar nicht so der Tüftler oder. Also ich mache gerne alles selbst, ja, definitiv. Aber ich bin nicht derjenige, der jetzt sagt, okay, ich habe das studiert oder ich studiere das. Nein, ich bin jemand, der gibt. Der nimmt jede Freizeit, die er hat und investiert sie in Spaß. Also Snowboarden, Wakeboarden etc. Ich glaube, das ist noch zu flüssig. Obwohl, nee, Quatsch, das ist einfach nur mehr Masse. Genau. Mich verhält ein Pi mal Auge. Ja, sehr gut. Das stimmt wohl. Aber es ist ja auch nur ein Probelauf, Freunde. Ich will nur testen, ob es funktioniert. Ich wollte die 1,5 Stunden, die ich noch Zeit habe oder hatte, nutzen, um was Sinnvolles zu machen. Das mache ich gerade. Oder ich versuche es gerade, was Sinnvolles zu machen. Sieht schon geil aus. Das sieht schon nicht schlecht aus. Mich Verhältnis Pi mal Auge. Oh, jetzt habe ich gesagt, weil ich gelacht habe. Boah, viel zu viel. Nächste Loch direkt. Ja, komm. Boah, hoffentlich reicht das. Oh, guck mal hier, die Mengenkalkulation hier, Pi mal Auge, passt aber einwandfrei, würde ich sagen, oder? Yeah, es klappt, guck mal, es ist sogar voll. Oh nein. Ich würde sagen, das Pi mal Auge mit der Menge habe ich drauf, oder? Jetzt können ruhig neidische Blicke von euch kommen, Freunde. Hoho, das sieht gut aus. Das ist ganz schön schwer geworden hier. Sehr gut, Jungs, schaut's euch an. Ein bisschen darüber schieben vielleicht. Geil. Also bin ich begeistert bis jetzt hier. Noch ist zwar nichts fertig, noch sitzt hier nichts richtig, aber die ersten zwei Chargen von den Dämpfern, sowohl für den Arnett als auch für den Ender, sehen nicht schlecht aus, würde ich sagen, oder? Was sagt ihr? Sieht doch ganz passabel aus. Das hier. So sieht es aus wie ein Loch. Nee, ist aber ganz. Hier. Ein bisschen angemalt. Nice. Nice. Sehr gut. Cool. I'm happy. Happy. Das machen wir morgen auf und gucken, wie das aussieht. So, das ist by the way sehr gut. Der Print ist auch gleich fertig, so wie ich hier in der Kamera sehe. Sehr geil. Kommentare. Das ist mega klasse, wobei auffällig, bei Traffic kostet 18,90 inklusive Versand. Für Privatleute somit ist es sogar günstiger. Ja, richtig. Also, das Zeug kostet nicht viel, aber so zwei Flaschen rumzustehen für ein paar Dämpfer lohnt sich nicht. Deswegen Gewinnspiel, würde ich sagen. Deswegen würde ich sagen, Gewinnspiel, Freunde. Gewinnspiel, Gewinnspiel, Gewinnspiel. Immer was zu gewinnen, nichts umsonst. Beim Flaschen gebrickt. Nein. Richtig. Also bin jetzt beim Flashen bisher noch nichts passiert vom Mainboard. Sowohl für das Arnett Mainboard als auch hier für den. Fast hätte ich gesagt. Fast hätte ich gesagt, was ich morgen rausbringen werde an Video. Als auch für diesen Drucker. Hier ist mir noch nie was passiert. Also es hat schon mal aufgehängt und ich hatte kein Bootscreen, weil ich
was falsch gemacht hatte, aber das kannst du ja je nachdem immer wieder neu flashen. Also ich habe da bis jetzt noch keine Probleme gehabt. Okay. Crusher, ich werde den nächsten Sensor einbauen. Ich werde den nächsten Arnetta 8 Auto-Leveling-Sensor verbauen und werde natürlich das Mainboard dann neu flashen müssen. Wenn es schief geht, werde ich dich auf jeden Fall informieren. Werde ich auf jeden Fall mitteilen in einem Video. Aber eigentlich, es hat bisher immer geklappt und bei den anderen klappt es auch. Und ja. Da sind Zacken, die in den. What? So. Also, Freunde, es sieht gar nicht so schlecht aus. Guck mal, wie viel ich hier noch drin habe. Sieht man das? Ja, sieht man so ein bisschen? Ja, man sieht's. Hier sieht man's. Hier. Bis hierhin habe ich es noch gefüllt und es war nur bis hierhin voll. Also, so viel habe ich gerade von einer Dose verbraucht, von einer Flasche verbraucht. Was das Ganze hier natürlich wieder. Ja, 4 Dämpfer habe ich, also für den Arnetta 8 ist schon mal einer fertig, für den Ender ist auch schon mal einer fertig. Für den Ender, die werde ich erstmal testen, ob die überhaupt so funktionieren für den Ender. Aber da sehe ich eigentlich kein Problem drin. Und dann werde ich noch weitere drucken, weitere erstellen. Ist sogar gleich viel. Sehr gut, guck mal. Mein Augenmaß, sieht man das überhaupt? Mein Augenmaß ist schon sehr, sehr, sehr gut, würde ich sagen, oder? Pi mal Auge. Bei Kiste Pro passt das, Pi mal Auge. Genau, einmal ist Ender schon fertig, das teste ich an meinem Ender, da werden aber für euch noch weitere Folgen, definitiv, aber im Arnetta 8 habe ich schon welche dran, von daher ist diese erste Fuhre, wenn sie was wird, schon für euch, sage ich mal so, und da wird dann natürlich das alles gesammelt, auf den Haufen geschmissen und am Ende des Tages werden 4 Dämpfer verlost, also 4 Dämpfer pro Person, also mal gucken, wie viel ich hier rauskriege, vielleicht kriege ich ja hier so 5, 6, 7, 8 Paar raus. Wenn es wenige sind, dann werde ich natürlich noch 2-3 Flaschen holen. Noch ein paar mehr von diesen Teilen hier drucken, damit hier auch noch ein bisschen mehr was auf einmal produziert werden kann. Ich habe hier noch eine Fuhre an den für den Arnetta A8. Habe ich hier noch so ein Printing Case, so ein Silikon Case. Habe jetzt noch keine Schrauben da. That's it. Aber sonst dürfte das eigentlich funktionieren. Eigentlich auch ohne Probleme funktionieren und das Gewinnspiel dürfte auch ohne Probleme vonstatten gehen. Crusher, ich glaube, ich weiß, was du für ein Problem hast. Und dein Bootloader, der ist nicht kaputt. Erkläre ich auch in dem Video dann. Ich glaube, ich weiß, auf welches Problem du hinaus möchtest. Jetzt habe ich es verstanden. Der Ahnungslose hat doch schon relativ viel Ahnung, muss man ja gerade mal feststellen, oder? Mindestens 12 Sätze für den AS könnte hinkommen. 12 Sätze könnten dann klappen, aber gut, ich habe jetzt noch ein paar Ender vor mit dem Material. Wird auf jeden Fall. Es wird auf jeden Fall hier was. Das wird schon. Das wird schon. Da gehe ich guter Dinge ran. Und ich werde ein paar von diesen Sätzen drucken. Ich hole mir ein paar Schrauben und dann mache ich ein bisschen mehr. Und. By the way. Genau. Zack, in dem Riemen greifen halt. Der Gewinde, das bewegt das Plastik Stück für Stück, spannt den Riemen. What? Da sind Zacken in dem Riemen. Ja, ist richtig. Greifen und ihn halten und siehst du das Gewinde aus dem Weg, das Plastikstück. Ja, also wenn du das Crazy Crafter, das kann hinkommen. Diese Zacken in dem Riemen und diese Zacken in dem PLA, in dem Halter, den du gedruckt hast. Ich sag nicht, dass es nicht funktioniert. Ich sage nur, dass es nach einer Zeit nachgibt. Und nach einer Zeit heißt, dass es dann durchrutscht. Und wenn es durchrutscht, ist der Riemen locker. Wenn der Riemen locker ist, Druckergebnis scheiße. So, jetzt hier, seht ihr, hier ist mein ganz normales Heizbett, Glas. Hier habe ich gerade was gedruckt.
und ich kann es abnehmen und habe eine wunderbare Oberfläche, ohne irgendwas gemacht zu haben. Also es hält ohne Probleme und es ist kein Problem. Also, by the way, den Drucker kann ich jetzt wieder ausmachen. Hier habe ich mir meine Eule. Und gar nicht mal so schlecht aus, oder? Bronze. Komm schon, liebe Kamera, fokussier doch einmal. Hallo. Hier. Sieht gut aus, oder? Würde ich sagen. Und ja, ich habe auch gerade wieder einen Kommentar erhalten, dass einer Probleme mit Janbex hatte. Hab ich nicht. Kenne ich auch nicht. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe Probleme mit dem anderen Filament. Das, was ihr mir empfohlen habt. Dieses hier. Das hier, das Gelbe und das Lilane. Damit habe ich Probleme. Das ist dieses 1180 Filament. Es lohnt sich gar nicht, das zu sagen, aber dieses Filament ist einfach nur Käse. Und ich hoffe, dass ich so viel mit meinem Stift machen werde, dass das Filament aufgebraucht wird. Das Filament ist absoluter Müll. Ein Link dazu, zu was? Hat wer den Link? Katze, was machst du hier? Thing, achso, zu dieser Datei. Ja, natürlich. Zu diesem Gehäuse. Einfügen, kleiner Blick. Ja. Genau. Link von den Silikongehäusen packe ich euch gerade mal in die Beschreibung rein. Wenn ich die Beschreibung finde. Live Control Room. Kann man noch was ändern? Dieses Live auf YouTube, das ist jedes Mal so doof einzustellen, aber es funktioniert doch. Oh, jawohl. Ich habe es in die Beschreibung reingepackt. Moment. Jetzt. Bumm. Ist drin. Bumm, ja. Perfekt. Super. By the way, das. Oh, was ist der Chat? Oh Gott. Es ist so kompliziert mit YouTube Live. Es ist Live Control Room. Ah, hier ist der Chat. Hallo, da. So, das eBay Filament. Kotz. Ja, genau. Ah, oh Gott, ey, das war eine Action mit diesem Filament. Zweimal oder viermal, ich weiß gar nicht. Auf jeden Fall mit dem Gelben ist mein Filament, mein Extruder am Ende. Am Ende, bei 195 Grad, ist es mir die ganze Zeit verstopft. Es ist so zum Kotzen gewesen, mit einem Bodenextruder auseinanderzubauen, Nozzle reinigen und... Oh Gott. Das ist... Niemals wieder. Niemals wieder. So. Crazy Crafter. Was war das beste Upgrade bei deinem Arnet A8? Das beste Upgrade bei meinem Arnet A8 war folgendes. Riemenspanner. Die Riemenspanner für X und Y waren das beste Upgrade, die haben am meisten gebracht. Die Verstrebungen, die diagonal laufen zum Acrylrahmen, die haben super viel Stabilität gebracht. Man sollte sich nur nicht zu viel spannen, weil ansonsten biegt bei den Acrylrahmen. Also wenn das hier die Z-Achse ist und das hier die Y-Achse und man diese Diagonalen hier zwischen zu stark anzieht, dann geht die Y- und X-Achse zueinander und man hat keinen rechten Winkel mehr im Acryl. Wenn man dann Igus Gleitlager verwendet, ja, sehr schwierig. So, danke euch, super Sache, gerne. Ich hoffe, man konnte dir helfen. Sekunde, bitte noch einen Augenblick. So, bop. Mindestens 12 Sätze. So. Ja. Ich habe mir 3 Rollen gekauft, 2 schon geschenkt bekommen. Und ich habe Schwankungen von 1,55 bis 2,11 bis 2,18. Ich habe auch Schwankungen, zwar nicht in diesem großen Ausmaß, wie du ihn hast, aber ich habe auch Schwankungen im Filament. Ich habe, muss aber dazu sagen, fairerweise muss ich dazu sagen, ich hatte
mir ein grünes bestellt. Das habe ich gerade drauf. Das will ich mal testen für die Weihnachtszeit. Ich habe mir das Gelbe bestellt und ich habe das Pink umsonst bekommen. Warum habe ich das Pink umsonst bekommen? Weil Gelb habe ich mir zuerst bestellt, das kam vakuumverpackt. Grün habe ich mir bestellt, das kam in einer lächerlichen Tüte. Es kam einfach nur in einer blöden Tüte. Das Filament hat in der Tüte gelegen, die Tüte war einfach nur zugedreht. That's it. Da war nichts Vakuum, war gar nichts, da war kein Schutz, gar nichts drum. Und das Filament einfach nur so offen da drin gelegen. Da habe ich gedacht, ey, Digga, guck dir mal das Filament an, wie du es verpackt geschickt hast. Da hat er gesagt, okay, ich bin auf die Kundenzufriedenheit meiner Kunden sehr gebunden, etc. Ich lasse dir eins umsonst zukommen. Such dir die Farbe aus. Ich durfte mir auch die Farbe aussuchen. Pink. Habe ich dann auch mal gedruckt, aber auch nur einmal. Das war es dann auch wieder. Und ja. Deswegen habe ich drei Farben im Preis für zwei bekommen. Aber ganz ehrlich, hätte ich die Möglichkeit, die Dinger zurückzuschicken und ich kriege mein Geld wieder, würde ich mir lieber zwei Yandex-Farben kaufen. Downshift Brothers. Kisse Bro, jetzt habe ich extra auf dich gewartet, bis du die Silikonpuppe gegossen hast. Nun habe ich gerade etwas von einem Gewinnspiel gehört. Oh, Downshift Brothers. Habe ich doch schon mal gesagt, dass ich ein Gewinnspiel daraus mache? Ja, Gewinnspiel ist richtig. Es wird ein Gewinnspiel geben und zwar werden einige Dämpfer gedruckt für den Ender und einige Dämpfer werden gedruckt für den Anet A8. So, die werden gegossen und sobald die fertig sind und alle fertig sind und auf einem Haufen liegen, schicke ich ein Foto auf Instagram, dass ihr euch das Video anschauen könnt auf YouTube, was ihr dafür machen müsst. Oder müsst eigentlich gar nichts dafür machen. Ihr müsst einfach nur das Video, YouTube-Video schauen und Hashtag irgendwas drunter schreiben, muss noch überlegen. KTP-Dämpfer oder sowas, keine Ahnung. Und dann gibt es diese Dämpfer für Umme. Ich verschenke die euch so viele, wie ich habe. Wenn jetzt 100 Leute was mitmachen und ich habe nur 50 Stück, selbsterklärend. Aber ja. Nur noch Janbex, wobei ich gerade zwei Rollen von BQ da habe zum Testen. Ich hatte mir auch mal was gekauft. Und zwar war das Hatchbox. Nee, Hatchbox nicht. Tyency. Tyency in hellblau, weil ich einfach blau übergeil feiere. Blau. Ihr seht ja, alles bei mir ist blau. Und ja, ich muss einfach sagen, Janbex definitiv bleibt und ist mein Favorit für den Preis. Mega. Machst du mal ein Video zu den Einstellungen von einem Holzfilament von Janbex? Ja, wobei ich kann es auch eigentlich gerade durchgeben. Und zwar, ich drucke das Holzfilament auf 105, nee, 105, auf 205, auf 200 bis 205 Grad. Lüfter auf der halbe Stärke, Lüfter auf halber Leistung, Heizbett 60 Grad und Retraction, also Rückzug vom Filament, damit es kein Stringing gibt, ist bei dem Holz ein bisschen anders. Da müsst ihr ein bisschen hochschrauben. Ist aber immer von Extruder zu Extruder unterschiedlich. Ich aktuell habe es auf 15 stehen. Glaube ich. Habe ich es auf 15 stehen? Weiß ich gar nicht. Sage ich euch in einer Sekunde. Starte gerade, kleiner Blick. Das Rückzug, Einzugs auf 10. Auf 10 habe ich stehen. Der Druck dauert, je höher eure Einstellung beim Retraction ist, je länger dauert euer Druck. Bedeutet, je höher, je größer die Zahl, desto länger dauert der Druck. Aber das Stringing über Holz muss ich noch ein bisschen in den Griff kriegen. Meine aktuellen Einstellungen waren so, wie ich euch gerade gesagt habe, 200 bis 205 auf 60 Grad. Heizbett und 50% Leistung vom Lüfter und Retraction von 10 Millimeter, war es Millimeter? Quatsch, doch. Genau, von 10 mm. Aber auch nur, weil ich es direkt auf Anhieb jetzt klappen wollte. Ich glaube, es reichen auch 5. 5 bis 7 würden auch reichen, definitiv. Genau, das sind so meine Einstellungen für das Holzfilament. So, ich hatte echt richtig ovale Kreise und hatte schon einen riesen Hass auf den Drucker bis zum Riemenspanner. Diese habe ich schon die besten Upgrades. Ja, ist richtig. Riemenspanner das Beste. Die Spanner haben auch meinen Druck, die tausende Wälzer. Richtig. Mega. Danke, Kai, ist richtig. Zwei verdrückt. Okay. Wunderbar drucken.
von Das Filament. Da habe ich auch schon was gehört von. Das Filament, das sollten wir mal ausprobieren. Ich glaube, da macht auch der, wie heißt der, Thomas Sandlerer, der macht was dafür, glaube ich. kannst du die Dämpfe mit Autogramm machen? Du meinst, wenn ich die verschicke, dass ich ein Autogramm schreibe? Kann ich gerne machen, ja. Ja, ist cool Tube. 15, ja. Ich hatte gesagt 10 und ich sage auch 5 bis 7 ist ausreichend. das Gewinnspiel wäre cool auf Instagram, da kriegen weniger davon mit. Sehr geil. Bowden ist richtig. Das Holzfilament habe ich bisher nur auf dem Ender gedruckt. Ist definitiv korrekt. Wir kommen da ganz kurz. Was ist hier passiert? Das ist nichts Neues, Kai, das weißt du. Mir leider sehr egal, wenn der Support nicht passt, verzichte ich gerne auf gute Filamente von denen, kaufe nur noch bei Filamentwelt, da passt auch der Service. Habe ich noch keine Erfahrung mit, muss ich ganz ehrlich sein, Filamentwelt habe ich noch keine Erfahrung, habe nur mal ein paar Farben gesehen, habe auch mal was getestet von denen, aber Service oder so, keine Ahnung. Und Service bei Janbex ist Amazon und Amazon ist Kunden. Geil, bedeutet Kunde ist König bei Amazon, rufst du bei Amazon an. Ich glaube, einen besseren Service als... Ich sag nicht, dass Filament World ein schlechter Service ist, um Gottes Willen, nein, ich habe keine Erfahrung, aber ich habe mit Amazon Erfahrung und ich sage, mit Amazon ist man nicht schlecht aufgehoben im Service. Man ruft da an und sagt, ey, Digga, was ist hier falsch? Und dann, oh, sorry, bumm, erledigt. Downshift Brothers, dann werde ich mal die Kohle bestellen und eigene machen. Ich mache das auf YouTube. Definitiv. Ich mache es auf YouTube. Da habe ich die größere Reichweite. Ist für alles fairere Spiel. Ich mache es auf YouTube und ja. Aber auf Instagram werde ich es auch ankündigen, wann es auf YouTube kommt. Das bedeutet, dass ihr auf Instagram auch schneller darüber Bescheid wissen, wann es denn kommen wird. 1.3D hat faire Preise und gute Qualität und guten Service. Weiß ich nicht. Downshift Brothers. Zum Glück musste ich den Support nicht kontaktieren. Ich hoffe, ich muss auch nicht, wenn es schlecht ist. Ja. Filament World läuft super. Ebenfalls top. Das Filament bisher nur noch Rolle, aber noch nicht probiert. Ja, ich werde mir was von Filament World bestellen und ich werde mal die Wicklung testen. Da bin ich mich mal gespannt auf die Wicklung. Wie das Ganze hier gewickelt ist, Freunde. Sekunde ganz kurz. Es kommt nämlich auch sehr auf die Wicklung drauf an. Sehr, sehr auf die Wicklung drauf an. Bin ich jetzt wieder? Hier will ich hin. Und hier möchte ich mein Bild sehen. So, jetzt habe ich es. Ich muss jetzt leider gehen. Ciao, bis zum nächsten Mal. Ich muss jetzt auch leider gehen, Freunde. Das ist ein gutes Vorwort. Ich sage vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich muss jetzt leider los. Ich muss meine Freundin abholen. Die hat gleich Feierabend. Und dann gehen wir auf den Weihnachtsmarkt. Genau. Ansonsten sage ich vielen, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt, auch wenn es nur ein kurzes Livestream-Video war, ein kurzer Livestream war. Habe mega Bock gemacht trotzdem, das Silikon zu testen und ihr seht, ich habe beide gleich viel verbraucht. Also Pi mal Auge ist sehr, sehr gut bei mir, kann man ja so sagen, ist ja nichts, kein Geheimnis jetzt mehr. Und die Dämpfer sind hier am Trocknen, hier sind die Dämpfer am Trocknen. Hier habe ich mir zwei Mischungen gemacht, für den Arnett und für den Ender. Die sind hier für den Ender und die hier sind für den Arnett. Genau, dann... Vespa ist bei Moto Erebo. Grüße gehen raus an Moto Erebo. Vielen, vielen Dank, dass ihr euch mein Moto annehmt. Und ja, mega nice. Gibt es deinen Jäger auf ThingWorks zu downloaden? Bald. Ganz bald. Wenn ich auf der Jagd war. von das Filament habe ich jetzt nur noch mehr PTG getestet. War ganz okay. Trink nicht so viel Glühwein. Ich trinke gar kein Glühwein. Ich trinke Glühwein, aber ohne Alkohol. Diesen Kinderpunsch schmeckt viel besser, ist viel mehr Zucker drin und ja, geht besser. Kurzer Livestream, Hust, 1,5 Stunden. Ja, so schnell kann es gehen, seht ihr? Und diese 1,5 Stunden, die ich noch Zeit hatte, habe ich doch sinnvoll genutzt, oder sehe ich das falsch? Auf jeden Fall, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen, vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Morgen kommt ein Video online, das solltet ihr euch angucken, denn es ist mal was ganz anderes im 3D-Druck. Und ja, es ist eine schwierige Geschichte. Und vielen, vielen Dank an Kai und Reini. Mega.
Joachim Schmitz, viel Spaß auf dem Weihnachtsmarkt. Vielen, vielen Dank. Ich werde es genießen. Ich habe jetzt ein bisschen Zeit mit meiner Freundin. Team Kinderpunsch. Wir sind da, Team Kinderpunsch. Was ich gerne trinke, ist heißen Kakao, aber auch nur im Winter beim Weihnachtsmarkt. Sonst trinke ich immer kalten Kakao oder halt Kinderpunsch. Du wirst immer sympathischer. Ja, vielen Dank. Bitte beim nächsten Video das Bootloader-Problem behandeln. Werde ich tun, sobald der Auto-Leveling-Sensor, sobald der verbaut wird. Und ich hoffe, ich kriege das Bootloader-Problem. Dann kann ich es nämlich super erklären. Oder dann habe ich eine Grundlage, um es zu erklären. Denn wenn du kein Problem hast und ein Problem erklären willst, ist es schwierig, auf etwas aufzubauen, was jemand anderes hat, was du noch nicht gesehen hast. Aber ich glaube, ich weiß, worauf du hinaus wolltest, Freund. Nice, Lumbumba. Lumbumba ist wieder mit Alkohol, mein Lieber. Genau. So, Freunde, ich muss los, sonst kommt meine Freundin schon von der Arbeit und ich bin noch nicht vor Ort und ich hole sie nicht ab und sie steht im Kalten. Dann gibt es Ärger, dann gibt es hinter die Löffel. Ich sage vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Video. Lasst ein Video da mal oben, wenn ihr Bock habt. Wenn es euch gefallen hat, schreibt gerne einen Kommentar in die Kommentare. Morgen das Video nicht verpassen. Bitte um Hilfe für morgen. Also morgen ist wirklich ein Video, wo ich eure Hilfe brauche. Ja, by the way, ich wünsche euch einen schönen Abend. Macht was Schönes draus, geht raus, geht auf den Weihnachtsmarkt, macht es eurer Familie. Und ein schönes Wochenende weiterhin. Vielen, vielen Dank. Bis dahin. Peace. Dankeschön. Ciao, ciao.